Herzlich willkommen zu meinem Vortrag Mapping Mount Ushba. Ich bin Matthias Gröbe, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Dresden am Institut für Kartografie. Und ich möchte heute erzählen von unseren Arbeiten für eine neue Alpenvereinskarte, die wir größtenteils mit offenen Daten umsetzen möchten. Ja, warum stellen wir eine Alpenvereinskarte her als Institut für Kartografie der TU Dresden? Das hat bei uns zum einen eine Tradition, da wir schon verschiedene Alpenvereinskarten gemacht haben und es eine gute Kombination aus Wissenschaft und Praxis ist. Für uns steht damit auch nicht der Gewinn oder irgendein wirtschaftliches Interesse im Vordergrund. Wir wollen unsere Methoden anwenden und sie im Idealfall verbessern. Was macht jetzt eine Alpenvereinskarte aus? Ist eine besonders detaillierte topografische Karte. Sie ist deshalb auch etwas Besonderes in Alpen gewesen, weil es da teilweise gar nicht so detaillierte topografische Karten gab. Und dazu kamen halt noch besonders touristische Inhalte, wie jetzt die Wanderwege, die Hütten. Und diese Karten sollen so gut sein, damit sie halt auch die Planung von Touren abseits der Wege ermöglichen, weil das Gelände oftmals auch weglos ist. Wichtig dafür ist eine genaue Darstellung der Vegetation, des Felses mit Felszeichnung und des Namensgut der jeweiligen Region. Und wo ist jetzt die Ushba? Die Ushba befindet sich im großen Kaukasus, der bildet die Grenze zwischen Russland und Georgien. Georgien ist ein kleines Land, so ungefähr gelegen zwischen Schwarzem Meer und Kaspischem Meer. Und die Ushba, oder korrekter eigentlich der Ushba, ist ein Berg mittendrin, gelegen bei der Stadt Mestja. Letztes Jahr sind wir dann nach Mestja gereist, nach Svanetien. So heißt diese Region dort. Im Hintergrund sieht man jetzt der Ushba. Unser kleines Mapping-Team, mit dem wir dann vor Ort aktiv waren und die Region erkundet haben. Svanetien ist eine sehr abgeschiedene Region, mitten im Kaukasus gelegen, die bekannt ist für ihre Wehrtürme, für ihre besondere Kultur. Es liegt daran, dass die Region lange Zeit so abgeschottet war. Erst 1930 hat man die erste Straße dahin gebaut, um diese Region besser zu erschließen. Vorher ging es wirklich nur über Bergpfade und das hat diese Region abgeschottet. Im Winter kam man einfach nicht dahin. Salz war Mangelware und diese Türme, die man hier schon sieht auf diesem Bild, sind typisch für die Region. Es sind Wehrtürme. Es gibt viele. Das Bild ist aus einem solchen Turm heraus entstanden. Nun kann man heutzutage nicht davon ausgehen, dass man dann der Erste in einer Region ist, der dort eine Karte machen möchte. Es gibt natürlich schon Karten und wir haben uns natürlich Gedanken darüber gemacht, wie machen wir das jetzt? Wir wollen ja nicht bei Null anfangen. Wir wollen Bestehendes nutzen. Wir wollen Urheberrechte wahren. Und haben uns erstmal versucht, einen Überblick zu verschaffen, was es gibt. Insofern möchte ich jetzt ganz kurz einsteigen mit der Vorbereitung der Planung der Feldarbeit, weil es auch so die Grundlage ist für den weiteren Vortrag. Als erstes haben wir versucht, Datenquellen zu erschließen. Wir haben dafür den Fachinformationsdienst der Staatsbibliothek Berlin genutzt. Die haben für uns recherchiert nach Geodaten, Karten und in der Digitalisierung durchgeführt gleich für uns, so dass wir direkt Bilddaten hatten und jetzt nicht erst noch mit analogen Karten arbeiten mussten. So haben wir aktuelle topografische Karten aus Georgien bekommen, alte sowjetische Karten aus den 80er Jahren, verschiedene Wanderkarten, aber wir haben auch weiter selber geschaut, was finden wir an Daten. OpenStreetMap natürlich, das SATM-Geländemodell ist eine sehr wertvolle Datenquelle, aber wir haben auch geschaut, was bieten Webseiten, Blogs, Wanderführer. Wir haben verschiedene Fernerkundungsdaten angeschaut und wir haben versucht zu sehen, was ist denn bei Social Media da präsent? Wo fahren die Leute hin? Was schauen die sich an? Und daraus haben wir schon erste Festlegungen für die Karte getroffen. Wir haben die Quellen gesichtet, wir haben einen Maßstab festgelegt, den Kartennetzentwurf definiert und den Kartenausschnitt, sodass wir erstmal eine Abgrenzung des hatten, wovon wir eine Karte machen wollen. Dafür haben wir auch ein bisschen versucht herauszubekommen, was nun touristisch relevante Orte vor Ort sind, um halt die in der Planung zu berücksichtigen. Daraus haben wir dann einen ersten Entwurf zusammengestellt oder, naja, es war so ein iterativer Prozess zwischen der Zusammenstellung des ersten Entwurfs und einer Visualisierung der Daten, an die wir schon herankamen. Aus der Zeit, das war 2019, stammt dieser Entwurf, wo wir gesagt haben, okay, das soll jetzt unser Kartenausschnitt sein. Wir machen jetzt OTM-Zone 38 Nord, Maßstab 1 zu 33.000. Wir planen jetzt damit. Hier ein weiterer Ausschnitt dieser Visualisierung, wo wir versucht haben, die Daten zusammenzustellen und einen Überblick zu bekommen. Wir haben da auch Bilder uns angeschaut von anderen Leuten, die wir auf Flickr gefunden haben.
um ein bisschen den Eindruck von der Region zu bekommen. Im nächsten Schritt haben wir versucht, die Arbeit in sinnvolle Pakete aufzuteilen und erste Festlegungen zu treffen. Wir haben die Datenquellen festgelegt, die Landbedeckung, so aus der Klassifikation von Fernerkundungsdaten stammen, damit es einheitlich ist. Wir werden OpenStreetMap für das Wegenetz, die Gebäude, die Points of Interest und die Gewässer nutzen, wollen das aber auch in diesen Punkten verbessern und darüber hinaus. Wir brauchen aber auch noch ein hochaufgelöstes Geländemodell. SATM ist nicht fein aufgelöst dafür, aber ein weiterer Punkt sind auch Namen. Wir wollen da die einzelnen Berge und Höhenzüge benennen. Dafür ist noch weitere Recherche notwendig. Zusätzlich dazu kamen weitere Herausforderungen. Corona, ja, Beispiele für eine Klassifikation beschaffen. Schwierig, wenn man nicht vor Ort ist. Wir haben es mit Bildern von Flickr versucht. Und eine weitere Herausforderung war auch das Geländemodell. Entweder wir kaufen das für teuer Geld ein oder wir versuchen es selber herzustellen. Wir haben uns einen Vorteil als Uni ausgespielt und haben eine Bildspende bekommen von Planet Labs, so dass wir das verwenden können für eine Erstellung von eines Geländemodells. Um jetzt Unterstützung durch Studenten zu bekommen, haben wir überlegt, naja, wenn wir sie jetzt nicht dafür bezahlen wollen, das ist dann auch irgendwann schwierig wieder als Uni, unterstützen sie uns mit Abschlussarbeiten. Die Methoden sollen sie erkennen, also sollen sie jetzt an ihren Beispielen anwenden und dann noch sogar weiterentwickeln. Die Klassifikation von Fels und Gletscher wurde ein Abschlussarbeitsthema, sowie die Vegetationsklassifikation, halt basierend auf den Flickr-Daten. Organisiertes Mapping mit OpenStreetMap wurde ein Thema, DGM-Erzeugung aus Planet-Bilddaten ein weiteres Thema, sowie automatisierte Generalisierung und die Erstellung eines Workflows für die Kartenherstellung. Ja, damit ist klar, die Karte hat verschiedene Bausteine und damit auch die Gliederung für den weiteren Vortrag. Ich habe bereits schon vorgestellt, die Vorbereitung und die Planung für die Karte und werde jetzt weiter in die Details gehen. Zum einen, was die Kartenherstellung angeht, zum anderen dann in Richtung der Fernerkundung, die eine wichtige Datenquelle auch für uns ist, aber auch GNSS-Messung, also satellitengestützte Positionsbestimmung, des Weiteren die Herstellung des Geländemodells und die Visualisierung für die Karte, sowie die Feldarbeit und die Sammlung von Namen. Zum Schluss möchte ich noch einen Ausblick geben und versuchen, eine erste Zusammenfassung zu geben, denn die Karte ist noch nicht fertig, das ist Work in Progress, aber ich glaube, es ist jetzt einfach schon so viel, dass es sich lohnt, darüber zu berichten. Ja, Kartenherstellung. Warum jetzt schon Karten herstellen? Naja, wir haben schon Daten, also können wir sie verwenden. Und wenn man Feldarbeit machen will, ist es natürlich einfacher, wenn man schon eine Karte hat, auf der man ergänzen kann, als wenn man mit einem leeren Blatt Papier loszieht. Also haben wir erstmal eine Arbeitskarte hergestellt. Beginnt folgendermaßen. Ich habe unter anderem die Daten von OpenStreetMap genommen, OSM to PQSQL in einer Datenbank gespielt. Mache ich nach wie vor täglich, um halt die Updates zu bekommen, die vor Ort von uns gemacht wurden, aber auch von anderen Menschen kommen. Und visualisiere das jetzt mit einem Webmapping-Service. Ich nutze dafür den QGIS-Server. Das Schöne ist, ich kann das quasi lokal das Projekt bearbeiten, aber dann auch als Server zur Verfügung stellen. Zusätzlich dazu kamen verschiedene Sachen, die jetzt schon fertig sind. Oder beziehungsweise schon fertig geworden sind, weil wir noch nicht vor Ort waren, wie die Landbedeckungsklassifikation. Das SATM-Geländemodell fließt auch mit da rein. Da kommen Schummerungen und Höhenlinien da her. Aber auch die verschiedenen anderen Karten, die wir haben, sowjetische Generalstabskarten oder topografische Karten, die georgischen Karten, verschiedene Wanderkarten, so dass wir das alles schön übereinander legen können und dass wir quasi einen Punkt haben, auf dem alle zugreifen können, ohne dass jemand jetzt mal die ganzen Daten vorliegen haben muss. Man kann da jetzt über das QGIS Desktop darauf zugreifen, man kann es als Arbeitskarte ausdrucken, gibt also viele Möglichkeiten, darauf zuzugreifen. Ganz kurz an Beispielen, was gibt's? Ja, die Arbeitskarte, ich habe es angedeutet. Es gibt aber auch noch eine Übersichtskarte, weil wir gesagt haben, naja, manchmal ist es ganz schön, nicht die große Karte zu haben, sondern einfach ein bisschen kleiner mal planen zu können. Man ist noch nicht so bekannt mit den ganzen Ortsnamen vor Ort, dann ist es praktisch da, eine Übersicht zu haben. Die sowjetischen topografischen Karten sind da eingebunden als Referenz. Die sind relativ vollständig, nicht perfekt, aber schon eine sehr gute Datenquelle. Wir haben uns da auch noch ein kleines Setup ausgedacht zur Sammlung von Namen und Wegen, die wir jetzt entdeckt haben aus den alten Karten, die wir aus den Webseiten heraus kennen oder von GPS-Tracks
oder aus Büchern identifiziert haben. Aber auch weitere Punkte haben wir gesammelt, wo wir gesagt haben, okay, da müssen wir nochmal genauer hinschauen. Da fehlt wahrscheinlich ein Fluss. Da müssen wir eine GNSS-Messung machen und haben das da zusammengestellt. Aber auch genauso Tracks können wir da auch mit einbinden. Die geologischen, topografischen Karten und natürlich auch ein paar Fernerkundungsdaten. Die Geodatenverarbeitung erfolgt im Wesentlichen mit PostGIS, sodass im QGIS dann die Visualisierung erfolgt. Wir haben versucht, uns schon den Stil einer Alpenvereinskarte anzunähern, sehr kontrastreich, die typischen Schriften zu verwenden, um so einen ersten Eindruck auch davon zu haben, wie es aussehen kann. Wir haben einfache Generalisierungen eingebaut, so kleine Gebäude als Quadrate dargestellt, rotiert nach der nächsten Straße, sieht man jetzt hier zum Beispiel, wirkt schon aufgeräumter. Wir haben die Farbe der Höhenlinien an die Landbedeckung angepasst, so Eisblau, Fels, Grauton und wir haben verschiedene Texturen verwendet. Man sieht aber auch, was noch zu tun ist. Ja, die Passung zwischen dem Gelände und den Gewässern muss noch verbessert werden, aber es sind noch verschiedene andere Dinge. Also Verdrängung ist so noch eine Frage und dann halt auch eine andere Einpassung, dass es halt wirklich gut aussieht. Da ist noch Feinabstimmung zu tun, aber es ist ja erstmal nur die Arbeitskarte. Basierend auf der Arbeitskarte haben wir dann einen Atlas entworfen. Der ist im A4-Format als Ringbuch zusammengeheftet. Hier sieht man zum Beispiel eine Doppelseite als Demo. Man sieht also, nach oben geht es auf Seite 21 und 22 weiter. Wir sind hier auf Seite 29 und 30, sodass man dann schön durchnavigieren kann, dass man alle Details hat, praktisch dabei, kann Notizen machen dabei. Und haben das jetzt im Maßstab 1 zu 20.000 gemacht. Das passt ganz gut. Aber auch nochmal im Maßstab 1 zu 10.000 für die Siedlungen, sodass man, wo mehr Details notwendig sind, auch mehr Platz hat. Definiert wurde das Ganze durch ein Raster, durchnummeriert, deckt die gesamte Region ab, die wir besucht haben, sodass wir überall Eintragungen vornehmen können. Zusätzlich dazu sind noch verschiedene Übersichten dabei, Platz für Notizen, Tabellen für die GNSS-Messung oder auch noch Hinweise, wie die Beispiele für die Bodendeckung aufgenommen werden können. Ja, damit wären wir schon beim nächsten Thema, Fernerkundung. Das aus der Ferne zu betrachten, ist natürlich was anderes, als wenn man vor Ort ist. Drohne sei Dank, haben wir diese tolle Aufnahme hier bekommen. Aber im Detail ist es halt alles etwas komplexer. Man denkt, Wald, naja, ist halt so relativ. Man sieht, was ist jetzt noch offen und geschlossen, muss man dann doch vor Ort überprüfen. Mithilfe der Methoden der Fernerkundung wollen wir die Landbedeckung klassifizieren. Ziel ist es zu wissen, wo welche Vegetation ist, wo Fels ist, wo Geröll ist und wo Schnee und Gletscher vorhanden sind. Dafür brauchen wir Stichproben. Bei Schnee und Gletschern ist das relativ einfach. Bei Fels und Geröll wird es schon ein bisschen schwieriger, die Unterscheidung. Bei der Vegetation ist es schon sehr schwierig. Dafür brauchen wir Stichproben, die wir dann vor Ort gesammelt haben, um dann die Landsat bzw. Sentinel-2-Daten zu klassifizieren. Natürlich ist immer noch ein bisschen manuelle Nachbearbeitung notwendig, gerade bei den Gletschern. Es ist schwierig herauszufinden, wo endet der Gletscher wirklich, ist da noch Schutt drauf oder nicht. Da ist noch manuelle Nachbearbeitung notwendig. Was ist jetzt an der Vegetation so schwierig? Sie hat ihre so besonderen Tücken. Da wächst natürlich Rhododendron, aber auch eine teilweise gigantische Krautschicht. Wenn man sich das Ganze von oben anschaut, denkt man sich, naja, ist halt Wiese, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger grün. Naja, wenn man sich dann das vor Ort anschaut, sieht man schon den Weg. Und dann hier links und rechts den Rhododendron, wo man denkt, naja, kann man hier nochmal durchlaufen. Nee, kann man nicht. Es macht keinen Spaß. Es piesackt ein. Es ist einfach hässlich, da durchzulaufen. Will man nicht. Also soll der Wanderer, der Nutzer der Alpenvereinskarte das auch wissen. Anderer Punkt ist die Krautschicht. Schwer zu klassifizieren, kommt man noch einfacher durch, aber die erreicht da auch eine enorme Höhe, bedingt durch den vielen Niederschlag da vor Ort, die Nähe zum Schwarzen Meer und den sommerlich warmen Temperaturen. Wie funktioniert das also mit der Klassifikation? Es beginnt mit der Auswahl von passenden Aufnahmen. Die werden dann bereinigt von Wolken, die Projektion angepasst und dann geht es auch an die Klassifikation. Wenn man die Gletscher haben möchte, kann man den Schneeindex nutzen. Der Vegetationsindex führt zur Vegetation und wo keine Vegetation ist und wo kein Schnee ist, da ist wahrscheinlich Fels.
Wenn man das auf die Art und Weise klassifiziert hat, kann man das Ergebnis noch von Artefakten säubern, so kleines Rauschen rausnehmen, künstlichen Fels entfernen, also sowas wie Straßen und Gebäude, die natürlich auch wie Fels erstmal aussehen, aber eigentlich gar keiner sind. Das Ergebnis sieht dann so aus: blau die Gletscher, grau hier der Fels, passt schon ganz gut. Der Student hat jetzt auf R gesetzt. Ich habe jetzt mal seine Pakete hier aufgelistet. Wie funktioniert das für die Vegetation? Dann braucht man Beispielgebiete für die verschiedenen Vegetationstypen. Da wir nicht vor Ort waren, als das passieren sollte, haben wir auf Flickr-Fotos zurückgegriffen, um Beispielgebiete zu definieren, was so mäßig funktioniert hat. Also es passt am Ende schlussendlich nicht so wirklich so. Man gesehen hat rein optisch schon, nee. Die Trainingsgebiete waren nicht passend gewählt. Jetzt, nachdem wir vor Ort waren, haben wir passende Trainingsgebiete. Wir müssen das also nochmal machen. Hier nun einige Beispiele von der Vegetation vor Ort. Sieht man zum Beispiel ganz gut das Kulturland, der eben schon erwähnte Rhododendron, der dann ganze Hänge bedeckt und unpassierbar macht, aber auch der offene Birkenwald und das Weideland. Wir haben die ganzen Beispiele als Bilder gesammelt, die Positionen vermerkt und mittels eines Webformulars zusammengetragen. So haben wir um die 30, 40 Beispielgebiete, die wir jetzt für eine neue Klassifikation nutzen möchten. Ja, die Karte. So sieht das in der Karte aus, der Gletscher. Und wir waren jetzt vor Ort. Realität. Dann sieht man, okay, der Gletscher ist also mit Schutt bedeckt. Müssen wir also anpassen für unsere Karte. Müssen wir insofern vielleicht auch noch mal ein bisschen da neu klassifizieren, anpassen. Es ist also eigentlich ein iterativer Prozess, wo ich sagen kann, okay, wir haben jetzt einmal die Klassifikation fertig, wir machen jetzt unsere Karte, sondern wir müssen das immer weiter verfeinern. Uns ist dabei auch deutlich geworden, als wir jetzt vor Ort waren, beziehungsweise als wir uns die Fernerkundungsaufnahmen angeschaut haben, hoch, da sind ja ganz schön große Dinger passiert. Haben wir halt gesehen, zwischen 2018 und 2019 gab es zwei große Moorenabgänge da, einmal auf dem Gletscher und dann einmal dieses Tal runter. Bei diesem Tal sind wir auch lang gelaufen, weil da ein Weg lang geht, hinter zu dem Gletscher hoch und haben halt diese Auswirkungen gesehen. Man sieht halt diese riesige Schlammlawine, ist da das Tal runter und an der anderen Seite wieder hoch, was man sogar in den Bildern schon sehr gut wieder erkennen kann. Nun, was haben wir noch gemacht vor Ort? GNSS-Messung. Das sieht jetzt so ein bisschen lazy aus, da wir das gemacht haben. Man sagt, naja, so hochgenaue Positionsbestimmung, und dann hängt er das einfach so an den Stab. Ich will erklären, warum das so ist und warum wir uns für diese Lösung entschieden haben und warum das eigentlich für unsere Zwecke ausreicht. Ja, wir brauchen die GNSS-Messung. GNSS steht für globale satellitengestützte Navigation, brauchen wir zur Evaluierung, zur Referenzierung unseres Höhenmodells. Wir wollen damit Punkte auf ungefähr einen Meter genau bestimmen. Normalerweise ist es schwierig, auf diese Genauigkeit zu kommen, mit normalen Empfängern, wenn man die einfach so benutzt. Deshalb haben wir uns Gedanken gemacht, wie man das besser machen kann. So. Als Uni haben wir natürlich auch bessere GNSS-Empfänger, aber die dahin zu bekommen, die in die Berge zu tragen, ist schwierig. Also zum anderen, die nach Georgien zu bekommen, eine Frage Sicherheit in so paar tausend Euro teures Gerät dahin zu bringen und zum anderen das Gewicht. Also haben wir gesagt, da muss was anderes her. Wir sind dabei herausgekommen, dass das Garmin GPS Maps 66SR eine sehr gute Lösung für uns ist. Ist ein Zweifrequenzempfänger. Normalerweise aber arbeitet die meisten GPS-Geräte auf einer Frequenz, was die Genauigkeit limitiert. Das Gerät bietet auch Daten im Reinex-Format, das ist ein Austauschformat für die GPS-Daten. Da bekommen wir also die rohen Daten vom GPS. Die reinen Laufzeitdaten stehen in diesem da drin und das Gerät kostet nur 500 Euro. Ich sage jetzt nur 500 Euro ist auch schon relativ teuer für ein GPS-Gerät, aber für einen wirklich hochwertigen geodätischen Empfänger ist das immer noch sehr, sehr günstig. Und es ist handlich einfach für uns. Also, was haben wir gemacht? Wir haben 30 Minuten gemessen mit diesen Geräten, haben überlegt, wie können wir die am besten aufstellen, dass sie jetzt relativ sicher stehen, dass sie jetzt nicht zu so sehr abgeschirmt sind, also ein Stückchen über dem Boden sind und dass wir wissen ungefähr, wie hoch sie sind. Naja, die Überlegung war, wir haben Wanderstöcke dabei, die haben oftmals auch eine Höhenmarkierung, da können wir jetzt ganz gut messen, so auf 10 cm genau, wie hoch hängt das über dem Boden. Die Position bekommen wir am Ende raus und wir machen im Nachhinein eine Auswertung. Wir nutzen dazu hochgenaue Bahndaten und Uhrenkorrekturen,
die wir frei beziehen können. Für die Auswertung jetzt der GNSS-Messung gibt es verschiedene Software. Ich habe jetzt hier verschiedene Softwareprodukte, die frei verfügbar sind, aufgelistet, beziehungsweise zwei Dienste. Problemstellung für uns war jetzt, die Messung, die wir gemacht haben, PPP, basiert auf Messung auf zwei Frequenzen. Damit man da genug Satelliten hat, braucht man die GPS-Satelliten und die Galileo-Satelliten. Von den Galileo-Satelliten ist die Zweifrequenzmessung aber relativ neu und das ist noch nicht überall implementiert, also auch bis auf den letzten Webservice nicht bei den Anwendungen, die hier genannt sind. Und so standen wir da wieder vor dem Problem, wie wir das jetzt machen. Wir hatten den Tipp mit der Auswertung PPP mit den einfachen Geräten von dem Professor für uns an der Uni gekommen, der gesagt hat, naja, ich unterstütze euch da gerne, ich verstehe euer Problem. Und er hat uns dann auch seine eigene Software zur Verfügung gestellt. Die nennt sich WAR-PPP, vertreibt er auch kommerziell. Die ist auch optimiert für geodätische Messungen, funktionierte für uns bestens, so dass wir das damit auswerten können. Ich denke mal, im Laufe des Jahres bzw. des nächsten Jahres wird dann bei den Webservice auch das implementiert sein. Und so kamen wir dann auf eine erstaunlich gute Genauigkeit. Also er meint, die Werte, die hier rauskommen, von Millimetergenauigkeit sollte man nicht zu ernst nehmen. Das ist jetzt für geodätische Empfänger gedacht. Aber wir konnten damit unsere Punkte messen und waren damit vollauf zufrieden mit unserer einfachen Lösung. Ja, wofür haben wir das gemacht? Für die Herstellung des Geländemodells. Schlussendlich soll das in einer Reliefdarstellung enden, wie man hier schon sieht. Das ist Teil einer Abschlussarbeit gewesen, wo das jetzt quasi als Demo so der Abschluss davon war. Wir haben uns dafür entschieden, das Geländemodell aus Stereo-Luftbildern oder Satellitenbildern zu berechnen. Erster Schritt dafür ist die Orientierung von zwei Bildern, die aufgenommen worden sind, also zwei unterschiedlichen Standpunkten aufgenommen sind. Ich habe das mal hier versucht darzustellen. Wenn man dann identische Punkte in beiden Bildern gefunden hat, versucht man noch die Orientierung zueinander zu optimieren. Das ist der zweite Punkt. Und dann versucht man nochmals identische Punkte zu finden, mit denen man jetzt das Geländemodell berechnen kann, wo man sagt, okay, man kennt den einen Punkt in dem einen Bild und den anderen, man kennt die zwei Kamerapositionen, daraus kann man jetzt die Distanz berechnen. Anschließend erstellt man aus der Punktwolke, die man dann hat, ein Geländemodell, filtert das da, weil es auch noch zu Fehlern kommt und man hat am Ende dann eigentlich kein Geländemodell, sondern ein Oberflächenmodell, weil Wald, Gebäude und so weiter sind alles noch potenziell enthalten. Wir haben dafür die Planet-Daten verwendet, die haben eine räumliche Auflösung von 3,7 Metern, RGB plus Infrarot und wir sind da auch auf Probleme gestoßen. Wir haben das erst mit der Micmac-Software probiert, das ist auch eine freie Software aus Frankreich, klappte nicht. Zum anderen hatten wir dann mit einer kommerziellen Software Probleme beim Rauschen und starke Artefakte. Letztendlich sind wir jetzt dabei, es mit der AMIS Stereo Pipeline zu probieren. Wir hatten es erst mit Metashape probiert und waren jetzt so mäßig zufrieden mit dem Ergebnis und hoffen jetzt da zu einem guten Ergebnis zu kommen. Ja, rechts sieht man das Ergebnis, wie das Geländemodell jetzt aussah. Wir haben erstmal mit dem kleineren Gebiet probiert, funktioniert das da? Wie sieht das Ergebnis aus? Man sieht schon stark, das ist da Rausch drin. So ist dann noch eine Filterung notwendig. Die Studentin hat da eine Methode vorgeschlagen, um halt die Kanten zu schützen und den Rest zu glätten, um das dann weiter zu optimieren für eine kartografische Darstellung. Genauso musste das quasi dann noch vom WGS-84-Höhensystem auf das EGM-96 übertragen werden, also vom Ellipsoid, die Erde vereinfacht als Rotationsellipsoid, hin dann quasi zum Höhenmodell, wie wir das gewohnt sind, mit Meereshöhe und Höhe darüber. Im Anschluss erfolgte dann die Visualisierung. Die Studentin hat es mit Blender gemacht. In dem Fall ist es eigentlich eine Schattierung, also eine Schummerung im kartografischen Sinne. Die Ergebnisse wurden dann noch eingefärbt, die Landbedeckung überblendet, die Höhenlinien, die daraus generiert wurden, zerschnitten, so dass sie einfärbbar wurden nach der Landbedeckung darunter. Eine Felszeichnung ist erfolgt. Wir haben dafür das Piotr-Tool genutzt. Das ist auch eine freie Software, mit der man das auf hoch aufgelösten Daten automatisch jetzt errechnen kann und zum Schluss alles zusammengebracht. Hier nun im Vergleich, links unsere Arbeitskarte, basierend auf dem SATM-Höhenmodell, rechts auf dem gerechneten Höhenmodell von den Planet-Daten und mit der Piotr-Felsdarstellung. Ich denke, man sieht schon ganz klar den Vorteil eines hochauflösenden Geländemodells mit der Felsdarstellung. Das wirkt alles wesentlich plastischer und schärfer.
Es lohnt also den Aufwand. Wir werden daran weiterarbeiten. Ja, kommen wir noch zum ganz spannenden Teil der Feldarbeit. Wir waren ja vor Ort und haben uns das angeschaut. Da ist auch das Bild hier entstanden und waren da unterwegs bei OSM mit dem Hashtag Mapping Mount Ushu. Also organisiertes Mapping für die Karte. Wir haben uns natürlich gefragt, wer war da schon aktiv und haben uns das genau angeschaut. Es war natürlich schon eine ganze Menge Daten vorhanden, Grund für uns überhaupt OSM zu nutzen. Und das basiert zum einen auf dem Datenimport. Die Daten kamen vom Jumpstart International. Zum anderen gab es dann schon mal organisiertes Mapping für den Transkaukasischen Trail, TCT-Mapping. Und so ist im Wesentlichen der Datenbestand entstanden. Man sieht durchaus, es gibt immer mal so kleine Beiträge. Unserer ist jetzt gar nicht mal so auffallend stark, weil schon relativ viel gemappt ist. Aber wir haben es trotzdem versucht, weiter zu verbessern und werden es auch weiter verbessern. Ja. Die Qualität der Daten ist zum Teil ein bisschen durchwachsen, das ist zum Teil sehr grob digitalisiert an manchen Stellen. Es gibt manchmal Lücken in den Daten, wo es durch Kacheln aufgeteilt war und die Lücken auch geschlossen haben, einige defekte Multipolygone. Also es war schon was zu tun. Eine Community vor Ort gibt es eigentlich nicht. Die Region ist dünn besiedelt, die haben andere Probleme, als sich für OpenStreetMap zu interessieren. Die sind froh, dass sie durch Tourismus Geld verdienen. Ich glaube, das ist momentan noch so ein bisschen außerhalb des Horizonts da vor Ort. Welche Rolle das spielt. Das haben wir eher als Externe im Blick. Und merkt man auch ganz gut, vor Ort gemappt wird dann halt im Wesentlichen von Leuten, die dort vor Ort zu Besuch sind. Wie war jetzt die Entwicklung? Ich will das auch nochmal kurz grafisch darstellen. Man sieht 2008, ja, gibt es nur die Grenze. 2012, nach dem Datenimport, sieht man schon ganz gut die Wege. 2016, vor allem auf der russischen Seite viel passiert. Und dann 2019, nach dem TCT-Mapping, sieht man, okay, der Wald, also die Vegetation, die Landbedeckung wurde ergänzt. 2021, bevor wir da waren, war kein großer Unterschied, aber ich möchte einfach nur ein bisschen darstellen, was wir dann gemacht haben. Sieht man dann hier einfach Ergänzungen noch, wo man sieht, das war vorher noch nicht gemappt. Die letzten Zipfel hinten in den Tälern, das haben wir jetzt übernommen. Und die Wege auch noch ein bisschen verbessert, aber das sieht man jetzt hier nicht so. Wie lief das also ab mit dem organisierten Mappen? Wir haben das angekündigt. Wir hatten leider vor Ort dann nur einen Tag Einarbeitung. Mehr ließ sich dann leider nicht mehr unter Corona organisieren, weil das Team jetzt auch ein bisschen bunt zusammengestreut war durch die Republik. Die Studenten waren dann auch gar nicht vor Ort in Dresden. Es war schwierig. Insofern mussten wir das dann ja da auf einen Tag reduzieren. Ansonsten hätten wir das gern mehr gemacht. Wir haben versucht, das in Beispielen zu machen. Wir haben Hilfen in den Feldbüchern gehabt. Und haben versucht, da möglichst viele Fotos zu erstellen, GPS-Tracks und Notizen. Letztlich ergibt sich daraus ein Zyklus für uns, wo man sagt, okay, wir haben existierende Datenquellen genommen, wir haben die generalisiert und visualisiert. Daraus ist die Arbeitskarte entstanden. Auf denen basierend haben wir wieder Daten erfasst im Feld mit Tracks, Notizen und Fotos und haben das wieder zu OSM zurückgespielt. Und so ist das für uns eigentlich ein geschlossener Kreislauf. Wir sagen, okay, wir bringen unsere Daten da rein ein und wir beziehen sie auch wieder da heraus. Ja, wir haben uns natürlich gefragt, wie kartiert man so ein Gebiet? Haben jetzt versucht, so eine kleine Nomenklatur aufzustellen, was für uns am wichtigsten sind. Also, wo liegt das Augenmerk? Im Wesentlichen auf den Wegen, gefolgt dann von der Infrastruktur, Points of Interest, Gebäude, die Gewässer, die Landbedeckung, das Relief und die Toponyme. Wobei man sagen muss, jetzt die letzten drei Punkte nur indirekt. Ist gut, Beispiele dafür zu haben, zu wissen, wie es sein muss. Aber eigentlich machen wir das mehr durch Methoden der Fernerkundung. Das können wir so vor Ort gar nicht so detailliert erfassen. Ja. Einige Beispiele für Straßen und Wege. So kann da ein Pfad aussehen. Aber auch so. Es ist sehr variabel. Das ist ja der Pfad eh bei OSM. Aber auch Überraschungen wie sowas hier, wo man sagt, okay, das ist jetzt ein Pfad. Wie mappt man das? Und man sieht, da sucht sich jeder schon irgendwie seinen eigenen Weg. Wie bringt man das zu OSM? Das ist immer so ein bisschen Gewissensfrage dann. Aber auch sowas, wo man sagt, okay, hier geht's runter, ein falscher Tritt und ne, das war's. Aber man sagt, okay, das müssen die Leute einfach selber wissen, wenn sie im Hochgebirge unterwegs sind. Wir mappen das, ist erkennbar ein Weg. Das muss dann jeder selber entscheiden.
Ja, wie haben wir dann noch Informationen zu den Wegen gesammelt? Die Wegweise waren hilfreich, zum einen, weil wir dadurch die Namen sammeln konnten von den Orten, aber auch von anderen Orten, an denen die Wegweise aufgestellt waren. Informationen über die Wanderwege vor Ort konnten wir einsammeln und wer das auch organisiert. Praktischerweise gibt es da kleine Aufkleber daran. Was ein bisschen verwirrend ist, dass es zwei Generationen von Wegweisern da gibt, die stehen da nebeneinander. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Aber gut, so ist es halt. Ja, Wege sind das eine, Straßen das andere. Es gibt da eigentlich nur eine große Straße, die gut ausgebaut ist und für uns als Westeuropäer als Straße zu definieren ist. Die sieht so aus, reichlich verschlafen. Sieht man aber auch, denkt man, ist erstmal eine ganz normale Straße, würden wir jetzt eher als Feldweg sehen, was da voll am Abgrund entlang geht. Aber halt auch sowas hier. Eine Brücke. Und denkt, naja, ist okay, wenn man auf der Brücke darauf steht und dann sieht, okay, hier fehlen schon einzelne Bretter und man kann dazwischen durchschauen und die fahren da noch munter mit dem Auto drüber, dann weiß man, das sollte man in der Karte vielleicht ein bisschen anders darstellen. Wenn ich das so sehe, vermute ich das nicht. Ja, die Points of Interest, Gebäude und die Infrastruktur sind dann natürlich auch ein weiterer Punkt, der für eine Karte wichtig ist und relevant ist. Und ja, das haben wir dann vor Ort uns auch angeschaut. Hier sieht man zum Beispiel mal das bekannteste Dorf da in der Region. Das nennt sich Uşguli. Wie macht man das? Ja, man läuft durch die Orte und man entdeckt diese Orte, wo man sagt, okay, das rechts war zum Beispiel als Straße getaggt, wo man sagt, naja, also da kommt man nicht mit dem Auto durch. Nein, entfernt ist es nicht. Es ist ein bisschen anders da, wo man sagt, so ein bisschen Neuzeitmittelalter, da grasen die Schweine und die Kühe und die laufen da frei umher, wo man sagt, es ist spannender unterwegs zu sein. Aber andererseits, die Menschen leben da auch mit Smartphone. Deckt man auch die alltägliche Infrastruktur, die man selber braucht. Puri steht für Brot, wo man kauft, wo man sagt, das mappt man dann halt auch. Unterkünfte, Geschäfte, Seilbahn, Attraktionen, was man halt so entdeckt. Die Gewässer sind auch so ein wichtiger Punkt, spielen auch mit für die Reliefdarstellung eine wichtige Rolle und die haben wir versucht auch noch zu vervollständigen. Hier am Beispiel möchte ich mal zeigen, wie das im Feldbuch oder in dem Atlas dann aussehen kann, wo man sagt, okay, da kann man so skizzieren, einskizzieren, was man noch gesehen hat, die Wegweiser. Man kann das mit Fotos ergänzen. Das Foto passt jetzt leider nicht zum Relief, aber ich fand, hier sieht man das ganz gut, wo man sieht, okay, da muss man noch Bäche nachtragen. Seen, Feuchtgebiete und das dann aus verschiedenen Quellen zusammenpuzzeln kann, was halt alles noch fehlt. Letztendlich haben wir dann auch vor Ort editiert, haben versucht, das so gemeinschaftlich zu machen, wo man sagt, okay, da kann man sich helfen, da lernt man was. Die einen hatten mehr Fragen, die anderen weniger. Die einen hatten schon Erfahrung, die anderen haben es gelernt, wie man mappt. Es war also auch fachlich durchaus spannend, wenn man das jetzt nicht alltäglich macht. Ja. Was bleibt jetzt zu sagen zum Thema Mapping? Wir sind erstmal jetzt im Wesentlichen die markierten Wanderwege begangen, haben die Attribute da gemappt, fehlende Einzelobjekte ergänzt, Daten bereinigt und verfeinert und kennen jetzt die Region und wissen jetzt, wie wir das organisieren. Für uns ist jetzt mehr oder weniger klar, wir müssen da nochmal hin. Es gibt da noch genug zu tun. Wir wissen jetzt, wo die Lücken sind. Wir wissen jetzt zum Beispiel, da gibt es GPS-Tracks von Wegen, die noch nicht gemappt sind, wo wir sagen, okay, das müssen wir uns nochmal genauer anschauen. Aber auch, wir wissen jetzt im Wege, wo man sieht ja dieser Track, der im Nichts beginnt und im Nichts endet, wo man sagt, ne, der muss doch irgendwo an das restliche Straßennetz angeschlossen sein und nicht nur durch diese Pfade. Aber auch halt, wo man sieht, okay, das ist noch so kantig digitalisiert, da haben wir es nicht hingeschafft, da müssen wir nochmal hin. Ja, aber wir wissen jetzt auch mehr um die Probleme, dass die Luftbildaufnahmen relativ alt sind. Wo man sieht durch diese Mondabgänge, okay, das muss davor gewesen sein, also schon einige Jahre. Ja, wahrscheinlich 5 Jahre und älter sind die Luftbilder vor Ort und da hat sich halt doch was getan. Wir wissen jetzt um die Fragestellung, ja, schönes Wetter, Wandern, Mappen, Zeit für Erholung. Dann gutes Internet ist auch so eine Frage des Wetters da. Das hängt auch vom Wetter ab, genauso ob der Strom vorhanden ist. Also. Zeit ist ein knappes Gut, wenn man vor Ort ist. Wir haben natürlich auch verschiedene Verbesserungsideen. Wir müssen zum Beispiel noch prüfen die Einstellungen der GPS-Geräte. Da hatten wir auch so einige Überraschungen, wo das Tracking ausgeschaltet war, wo wir gesagt nach dem ersten Tag haben, ups, wir haben ja gar keine Tracks. Warum hat das irgendjemand da mal abgeschaltet? Ja, wir wissen, dass es vielleicht ganz sinnvoll wäre, noch die Routen darauf zu spielen, die Messpunkte und
wenn die Karten auf den GPS-Geräten zu unseren Karten passen. Wenn das irgendwie mal denkt, ja, das passt doch gar nicht so wirklich, dann kann das sehr verwirrend sein. Ja, das mit den Atlanten hat eigentlich gut geklappt. Wir wissen jetzt, naja, einer pro Gruppe reicht eigentlich. Zwei Leute nutzen da nicht den Atlas gleichzeitig. Wenn, dann guckt einer trägt ein. Manchmal wären noch zusammenhängende Karten für wichtige Gebiete ganz gut, wo man sagt, okay, da ist relativ viel zu mappen und das liegt dann genau in der Mitte, dann ist das nervig. Ansonsten Vorbereitung und Nachbereitung kann man sicher noch optimieren, planen, Software herunterladen. Wir hatten nicht gedacht, dass das Internet da so schlecht ist und vom Wetter abhängig ist sogar noch. Dann ist Kartierung vor Ort natürlich schwierig, auch wenn man das gerne machen möchte, wenn die Erinnerungen frisch sind und halt auch die Fotos und Tracks direkt einzusammeln, um später noch das Material zu haben, um nochmal gucken zu können, was war da, wie war es da, um es verifizieren können. Was fehlt noch für eine gute Karte? Namen. Ja, wie sammelt man Namen? Einmal durch die Wegweiser, indem man vor Ort unterwegs ist, schaut, was steht überall dran, aber indem man jetzt auch in anderer Literatur nachliest, wie heißt es da und versucht, das zusammen zu tragen. Wir haben da jetzt ein GIS-Projekt erstellt, wo wir das zusammengestellt haben und haben jetzt da jeweils auch die Quellen angegeben für uns erstmal als Sammlung. Wo sind diese Namen angegeben? Welcher Sprache sind sie zuzuordnen? Und wir gesagt haben, okay, das spielt Russisch eine Rolle, das Swanetisch als eigene Sprache, Georgisch, die englische Transliteration. Ja, und ich habe jetzt noch den nativen Namen übrig gelassen, falls noch jemand was hat. Und versuchen wollen jetzt das zusammenzutragen, was das ist und welche Wege noch fehlen, was wir also noch mappen müssen und verifizieren müssen. Einheimische sind dafür natürlich eine sehr gute Quelle, aber es ist natürlich schwierig, zu denen jetzt hinzugehen und zu fragen, ja, wie heißt denn das jetzt, wenn man nicht mal weiß, was es da noch gibt. Insofern sammeln wir gerade und wollen das im nächsten Schritt verifizieren und schauen, inwiefern das jetzt auch bei OpenStreetMap eintragbar ist. Man sagt, ist das jetzt nicht einfach kopieren? Wenn wir das verifiziert haben und sagen, wissen, okay, das heißt wirklich so, dann können wir das sicher machen. Manchmal passt es aber auch einfach nicht vom Tagging. Man sagt, naja, dann gibt es halt gewisse Ergänzungen darin, die können wir jetzt nicht direkt bei OpenStreetMap ergänzen. Das ist dann Zusatzgut für die Karte. Nun, dann möchte ich auch zum Schluss kommen mit diesem Ausblick. Was sieht man hier? Der große Berg, da ist der Elbrus. Das ist ein Vulkan, der liegt in Russland, 5700 Meter hoch. Und wo ist jetzt die Ushba? Da ist die Ushba, dieser kleine Doppelgipfel. Wo man sieht, lokal so ein mächtiger Berg, in Relation gesehen gar nicht so groß. Sehr, sehr schön war dieser Ausblick natürlich, wenn man dann zurückfliegt nach Deutschland und so nochmal einen Überblick gewinnt. Was bleibt zu sagen? Naja, es sieht nicht nur so aus wie im Reiseführer. Alte deutsche Autos sind da die Normalität, genauso dass die Kühe auf der Straße rumlaufen, dass der Strom dann nicht so zuverlässig da ist, genauso wie das Internet, wundert einen auch nicht, wenn man die Trafos vor Ort sieht. Das sieht sogar noch halbwegs gut aus. Und dass das Wetter so Überraschungen bietet mit plötzlichen Sintfluten und wo man sieht, okay, den Tag vorher hat es da offensichtlich die Zufahrt zur Brücke einfach weggespült. Ja, dann merkt man, es ist doch ein Unterschied zu Europa und dass man Naturgewalten nicht unterschätzen sollte. Was ist nun der aktuelle Stand? Uns sind die Methoden und die Lösungen, wie wir zur Karte kommen, klar. Wir wissen, was wir besser machen können. Wir sind mit der Region vertraut. Und so ein kleines Netzwerk vor Ort ist für uns jetzt auch im Aufbau, damit wir halt die Namen einsammeln können. Überlegen noch, wie wir vielleicht die lokalen Akteure ein bisschen mit einbeziehen können. Ins Mapping selber wird es wahrscheinlich schwieriger. Wir wissen da, dass wir unsere eigenen Teilnehmer ein bisschen besser trainieren sollten, dass es vor Ort weniger Fragen gibt. Aber gut, das haben wir gelernt. Was ist nochmal zu tun? Das Geländemodell muss nochmal wirklich für die ganze Region erzeugt werden, dass es sauber aufbereitet ist. Die Klassifikation der Landbedeckung ist nochmal eine Aufgabe. Wir müssen einzelne Datenlücken noch schließen, die wir jetzt langsam wissen, wenn wir vor Ort sind, und die Namen validieren. Ja. Wer sind jetzt wir, für den ich jetzt hier alle erzähle? Da ist zum einen mein Professor, Professor Burkhardt, unser wissenschaftlicher Mitarbeiter Dr. Prechtl. Als Externen haben wir noch Benjamin Schröter an Bord, der uns im Wesentlichen hilft, das zu organisieren, auch mehr Erfahrung Hochgebirge hat. Und dann möchte ich hier noch extra nennen, die Studenten, die mit ihren Abschlussarbeiten mitgewirkt haben. Insofern, ich habe da jetzt nicht immer gesagt, wer was gemacht hat. Es wird wohl im Wesentlichen aus den Titeln der Arbeiten klar. Insofern, es bleibt spannend und
Ich werde nächstes Jahr berichten, wie es weitergegangen ist. Tschüss! Ja, vielen Dank, Matthias, für diesen sehr umfänglichen Vortrag, der doch mal schön gezeigt hat, von A bis Z, was man alles so machen muss, um eine schöne Karte zu bekommen. Und ja, ich muss auch sagen, vielen Dank an euch, dass ihr sowas gemacht habt, dass ihr da rausgegangen seid und die Strapazen auf euch genommen habt, sozusagen, und da in ein Abenteuer gestürzt habt und diese Daten gesammelt habt und habt und so. Also ein sehr eindrucksvolles Projekt. Gleich mal eine erste Frage von mir dazu. Seitdem du das Video aufgenommen hast, ist ja so ein bisschen was passiert da in der Weltgegend. Wie beeinflusst denn jetzt der Ukraine-Konflikt, der Krieg in der Ukraine, euer Projekt? Ja, wir diskutieren das jetzt auch schon, wie das jetzt ist. Wir wollen diesen Sommer noch mal dahin fahren. Ist das jetzt zu gefährlich? Ist das in Ordnung? Wir haben jetzt natürlich auch Studenten beziehungsweise ehemalige Studenten, die mitfahren wollen, wo jetzt auch die Fragen kommen. Also wir sind uns selber da noch nicht ganz im Klaren. Aktuell ist aber, also es ist eigentlich nicht gefährlich, aber man weiß halt nicht, wie sich die ganze Lage entwickelt, wo man sagt, also Georgien war jetzt auch Teil der Sowjetunion, Stalin war da zu Hause. Es hat schon so einen großen Unsicherheitsfaktor bekommen mit einem großen Fragezeichen, ob das jetzt gut ist. Wir haben auch quasi einen russischen Teil mit in der Karte, wo wir gesagt haben, also den russischen Teil schauen wir uns jetzt nun definitiv erstmal nicht an. Das wollen wir nicht machen, auch da irgendwie kartieren zu gehen, das als Ausländer, das erscheint uns zu unsicher. Das denke ich mir. Okay, dann gucken wir mal, was es für Fragen aus dem Publikum gibt. Sind die selbst produzierten erfassten Daten als offene Daten verfügbar? Also was ist da offen, was ist da nicht offen, was habt ihr da für Sachen? Also was jetzt die Wege, die Points of Interest angeht, das, was wir da gesammelt haben, das haben wir alles soweit schon nach OpenStigma eingetragen. Wir haben da auch Dinge korrigiert, wo wir Fehler gefunden haben, wo immer wir war das konnten, wo es Sinn haben, wo es Sinn ergibt. Es gibt jetzt Dinge, die nicht zu OpenStigma kommen werden, wie ich erzählt habe, die Landbedeckungsklassifikation, die wir machen, die ist jetzt unabhängig von OpenStreetMap. Das ist jetzt ein Datensatz, der für unsere Karte konsistent sein soll, der jetzt auch ein bisschen das Exklusive für die Karte sein soll. Das wird nicht frei sein. Das würde jetzt auch zu viel Arbeit zu bedeuten, das quasi jetzt mit OpenStreetMap-Daten zu mergen, das da reinzuschauen, wo man sagt, also das ist wahrscheinlich besser getrennt. Was noch offen ist, ist dann, wenn es so bestimmte Anpassungen geben wird, jetzt quasi zwischen Geländemodell und einzelnen Points of Interest, wie das die Berge jetzt auf dem Berggipfel auch wirklich sind, da müssen wir noch schauen, wie wir das genau lösen. Okay. Gut, und dann haben wir hier noch eine Frage. Wie viele Abschlussarbeiten sind bisher verwendet worden oder im Rahmen des Projektes gemacht worden, nehme ich an? Also bisher waren es 5 Abschlussarbeiten, Wow, die okay. sind. Das ist jetzt von 2 Jahren jeweils Studenten, die sich damit beschäftigt haben. Dieses Jahr haben wir noch 2 weitere Abschlussarbeiten. Also es sind dann wahrscheinlich im Herbst 7 studentische Abschlussarbeiten, die dazu beigetragen haben. Wir haben es jetzt versucht, auf bestimmte Themengebiete zu begrenzen, dass die Studenten da in die Tiefe gehen können und dass es jetzt keine Abschlussarbeit gibt, die sagt, die Aufgabe jetzt so, also mach mal eine Karte dafür. Sondern dass das möglichst begrenzt ist. Gut, ja, jetzt, wenn keine weiteren Fragen mehr sind, im Chat ist auch nichts, dann sind wir, glaube ich, soweit durch. Nochmal vielen Dank, Matthias, an euch alle auch für den tollen Vortrag und das tolle Projekt.